Von ihnen hängt die Lager- und Transportfähigkeit ab und in vielen Fällen auch der erste Eindruck, den ein Produkt im Handel macht. Die Rede ist von Sekundärverpackungen. Ob Getränkekisten, Kartons, Foliengebinde oder Kartonclips. Die passende Maschinentechnik entsteht bei Krones. Genauer in Rosenheim und Raubling, wo die Pack- und Palettiertechnik zu Hause ist. Im zweitgrößten der deutschen Krones-Werke werden mehr als 100 Maschinenvarianten produziert. Darunter beispielsweise die Robobox, ein Gruppiersystem, das Gebinde exakt positioniert. Auch Lightpack Top wurde von den Fachleuten aus Rosenheim entwickelt. Eine innovative Lösung, die sowohl Energie als auch Material einspart. Ein Kartonclip und gegebenenfalls eine Banderole. Mehr braucht es nicht, um Getränkebehälter stabil in Form zu halten. Die Allrounder unter den Verpackungsmaschinen heißen VarioLine und VarioPack Pro. Neben Lightpack Top beherrschen sie noch viele weitere Spielarten der Sekundär- und Tertiärverpackung. Mit dem Smartpack werden verschiedenste Behälterformate in Kästen, Trays oder Kartons ein- oder ausgepackt. Der Modulpal Pro Einsäulenpalettierer bringt die Gebinde zuverlässig und hochpräzise auf die Palette. Mit Flexibilität und einem großen Aktionsradius überzeugt der RoboGrip. Er kann sowohl beim Packen als auch beim Palettieren eingesetzt werden. Solutions Beyond Tomorrow. Gemäß dem Krones-Zielbild werden die Maschinen kontinuierlich weiterentwickelt, damit sie auch die Verpackungstrends der Zukunft spielend umsetzen können.